Sei mir willkommen. Heute präsentiere ich euch ein Kochvideo. Durch Gespräche habe ich mitbekommen, dass niemand mein Leibgericht aus der Kindheit kennt. Dies motivierte mich zu diesem Video. Da jedem bekannt sein dürfte, wie man Nudeln abkocht, erspare ich mir diesen Arbeitsschritt im Video. Und für die Kohlrabi-Brühe benötigen wir folgende Zutaten. Je nach Größe 3 bis 4 Kohlrabi, je nach Größe 3 bis 5 Möhren, 3/4 Liter Gemüsebrühe, ich habe hier Wasser und Suppenpulver, 1/4 Liter Milch. Wer es vegan kochen will, der muss die Milch mit etwas ersetzen, das einen entsprechenden Fettanteil einbringt, denn das Fett in der Milch ist hier der Geschmacksträger. Dann brauchen wir noch Salz sowie 60 Gramm Margarine und 60 Gramm Mehl. Wer keine Waage hat, folgender Tipp. Ein gehäufter Esslöffel Mehl entspricht 20 Gramm, dementsprechend benötigen wir 3 Esslöffel Mehl. Und ein gestrichener Esslöffel Margarine sind 15 Gramm, also hier dann 4 Esslöffel. Ich persönlich mag in diesem Gericht noch Muskatnuss, was ich hier vergessen hatte zu arrangieren. Beim Kohlrabi heben wir uns die kleinen Blätter auf und schneiden den holzigen Wurzelansatz weg. Dann schälen wir den Kohlrabi. Hierbei achtet man darauf, dass man die holzigen Stellen, die hier als weißes zu sehen sind, auch entfernt. Und als nächstes schälen wir die Karotten. Jetzt kommt das ganze Geschnipple. Wir schneiden den Kohlrabi zuerst in dünne Scheiben. Bevor wir jetzt die Scheiben in feine Streifen schneiden, achten wir darauf, dass diese eine mundgerechte Länge bekommen. Bei meiner Größe hier reicht es, dass man die Scheiben halbiert. Die Streifen sollten eine Länge haben, damit sie später Platz in den Löffel finden und nicht ständig von diesen herunterfallen. Bei den Möhren machen wir das gleiche. Zuerst in Scheiben schneiden, diese in entsprechende Länge bringen und in Streifen schneiden. Und dann haben wir auch schon die aufwendigsten Arbeiten erledigt. In einen Topf erhitzen wir nun die Margarine, geben die Möhren und Kohlrabi-Streifen hinzu und schwitzen diese an, bis sie beginnen weich zu werden. Die Gemüsestreifen sind hier jetzt weich und etwas glasig geworden. Nun kommt unser Mehl hinzu und durch gelegentliches Umrühren lassen wir es mit der Margarine verbinden und schwitzen es ein paar Minuten an. So entsteht uns eine Einbrenne, die unserer Brühe später eine gewisse Sämigkeit gibt. Jetzt wird das Ganze mit Wasser abgelöscht, geben das Suppenpulver hinein, kurz durchgerührt und schütten die Milch dazu. So wie salzen wir es vorsichtig. Zudem geben wir die kleingeschnittenen Kohlrabi-Blätter, die wir zu Beginn aufgehoben hatten, hinzu und lassen es aufkochen. Dies ist nun der Zeitpunkt, wo wir das Nudelwasser zum Kochen aufsetzen, um zügig die Nudeln zu kochen. Wenn die Kohlrabi-Brühe aufgekocht ist, drehen wir den Herd auf eine mittlere Hitze und lassen es zu bedeckt köcheln. Kurz bevor die Nudeln fertig gekocht sind, gebe ich die Muskatnuss hinzu und schmecke die Brühe ab. Je nach Bedarf würzen wir die Brühe mit Salz und Suppenpulver nach und es kann nun auch schon angerichtet werden. Obwohl es ein sehr leichtes Gericht ist, ist es dennoch sehr nahrhaft. Also Hans, wenn du wieder hunderte von Kilometern im Euro-Truck-Simulator heruntergefahren hast, dann nichts wie raus auf den Parkplatz und ab in die Küche! Und nach dem Essen bist du wieder fit wie Turnschuh für weitere Touren. Auch allen anderen wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen und Schlemmen. Denn es ist ein einfaches, ehrliches Essen. Und wer die Milch entsprechend austauscht, hat sogar ein veganes Gericht. Also bis demnächst, euer Werther.